haben wir noch? Wir können jetzt nach Scotland Yard. Hier schauen wir uns erstmal um. Mit Leuten reden können wir nicht. Mr. Holmes? Oh, ich kann doch hier rein. Ach ja, God save the Queen. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Der war das nicht. Der hat die Leiche gefunden, hat sich erschreckt, hat sein Notizbuch fallen lassen und kam zurück, damit keiner denkt, er war's. Mr. Holmes? Das weiß ich doch jetzt schon. Achso, hier ist die Asservatenkammer. Glaube ich. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean... From R. Dawson to my friend and partner, 1880. Oh, warte, warte, warte. Es reicht nicht, wenn ich es lese. Er muss es auch machen. And partner, 1883. To my friend from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. A handkerchief with the initials J.H.N. Mhm. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Das war's. Locked. Toll. Nee, mit dem will ich noch nicht reden. Mr. Holmes? Ich will mich erst umsehen. Hm. Die Autopsie. Es ist aber kein... Nirgends da. Kein Pathologe. Na gut. Dann gehen wir mal mit ihm reden. Erst guck mich an. Er hat eine schäbige Mütze.
Er hat eine genähte Jacke. Ein dünnen Hals. Was sagt es mir, dass er einen dünnen Hals hat? Aber einen teuren Stoff. Kurze Ärmel, es ist also nicht seine Jacke, würde ich sagen. Er hat Narben, er hat Hornhaut. Junge, du siehst generell nicht so gut aus. Feine Knöpfe. Die Jacke gehört dir nicht. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Mhm, Matrosenwasser. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ring mit Gravur, scharfes Messer, Jacke des Vaters. Ich glaube, es ist die Jacke des Vaters. Falsch. Scheiße. I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ring mit Gravur? The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört der Ring? Dem Vater. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Pflegt der Garten, Profil des Opfers. Jetzt vielleicht die Jacke des Vaters? Ja. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Schwerer Goldring. War ich jetzt in welcher Rolle spielt er in diesem Fall? Ich würde ja sagen, dass er, wie gesagt, die Leiche gefunden hat. Nelligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren fielen er und seine Familie in Armut. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solch körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut.
Schnell gehandelt, aufgespießt an der Wand. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Es könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Der Carrie hatte zwar ein Messer, aber er konnte es nicht einsetzen. Keine Zeit dazu, er geht es schnell instinktiv. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an der Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Naja, happy ist so... Nee, nicht. Aber ich mache auch erstmal eine Aufnahmepause. Ich weiß nicht wieso, ich bin auf... Also relativ schnell, ich kämpfe gerade schon so ein bisschen, super müde geworden. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich werde ich mich jetzt ein bisschen erstmal hinlegen. In dem Sinne, bis dann. Ciao.